Hallo zusammen. Wir haben heute eine kleine Premiere, denn ich, Elena, verstecke mich normalerweise hinter der Kamera und auch Mario seht ihr nicht so häufig vor der Das Kamera. höchstens auf dem Stockmarkt. Und ja, heute trauen wir uns aber mal, denn wir haben ganz, ganz viele neue Softshell-Stoffe, die wir euch gerne einmal präsentieren möchten. Wir haben über 60 neue Softshell-Stoffe, von denen wir euch heute einige mal vorstellen wollen. Und wir fangen mit der maritimen Serie hier vorne an. Maritim und Softshell, das passt ja auch einfach richtig gut zusammen. Und da haben wir uns einige exklusive Muster überlegt. Unter anderem hier so einen ganz klassischen dunkelblau-weiß, der absolute Klassiker, aber richtig cool als Jacke. Auch einmal in Kombi mit einem roten Streifen und einem Anker. Und dann, ja, findet ihr wirklich hier so ganz verschiedene Motive mit Schiffchen, mit Anker, mit Leuchttürmen, Papierschiffe, also alles, was das maritime Herz begehrt. Also ich glaube, hier ist wirklich für jeden was dabei, ob für groß, ob für klein, Jungs und Mädels, bunt gemischt. Auch hier coole Anker mit Blüten oder hier auch mal was, ja, vielleicht für die Jungs oder Herren, navigationsmäßig auch sehr cool. Und ja, wir haben auch ein Nähbeispiel für euch aus, ja, eigentlich meinem Lieblings hier, und zwar der Blockstreifen mit dem Anker. Das können wir euch jetzt hier mal zeigen, welche Jacke wir hier mal als Beispiel vorbereitet haben. Maro, erzähl doch mal, was ist das denn für ein Schnitt? Da haben wir den Schnitt Marbini von Kiwadu verwendet. Ist eigentlich als Zweckjacke, lässt sich aber, wie man sieht, auch super als Softshelljacke verarbeiten. Kombiniert haben wir das Ganze mit unserem dunkelblauen Softshell. Und die Bündchen haben wir das Bündchen Heike genommen, was bei uns eigentlich bekannt ist im Shop in der Farbe Burgundi. Lässt sich sehr schön miteinander kombinieren. Ja, roter Reißverschluss dazu. Ja. Ein richtig schönes maritimes Ergebnis. Dann haben wir hier auch noch die zweite Jacke, die wir euch einmal zeigen wollen. Das ist hier mit dem Papierschiffchen in Grau. Kombiniert mit einem knalligen pinken Reißverschluss. Und da haben wir auch ein Heike-Bündchen verwendet in der Farbe Erika. Und das Schnittmuster hier ist die Softshell-Jacke Kinder. Ist richtig, Mario? Ja, von Fadenkäfer. Genau, von Fadenkäfer. Findet ihr auch bei uns im Shop. Von der Größe 74 bis 164. Dann möchten wir euch jetzt einmal eine absolute Neuheit vorstellen, und zwar Softshell-Paneele. Da haben wir eine große Auswahl bei uns im Shop mit verschiedensten Motiven, die sich ja, ideal eignen für coole Jacken zum Beispiel. Hier für Dino-Fans. Dann ist es insgesamt hinten, kann man es ein bisschen schlichter gestalten und vorne dann das Motiv. Hier haben wir das Schnittmuster Xanthos von Farbenmix verwendet, der Windbreaker für Jungs und Mädels. Kombiniert haben wir hier mit dem Bündchen Heike in Hellgrün. Findet ihr bei uns im Shop und habt ihr dann schon perfekt zum Kombinieren. Und was für eine Jacke hast du da, Mario? Ja, das ist auch ein Softshell-Panel. Vielleicht kann man zu den Paneelen nochmal dazu sagen, ich kann es ja mal zeigen, dass die Kombistoffe immer mit dabei sind. Also die Paneele sind 1,10 Meter lang. Dann hat man dann einmal das große Motiv hier drauf und dann noch den Kombistoff für die Ärmel, so wie wir es hier gemacht haben. An der Seite ist auch ganz cool, sind noch so kleine Applikationen an der Webkante von dem Panel selber. Also kann man auch ganz raffinierte Sachen von machen. Genau, hier diese Webkante kann dann mit genutzt werden. Als Applikation dann. Und das Schnittmuster, was da verwendet wurde. Das ist das Schnittmuster Windbreaker von den IP-Punkt. Gibt es einmal für Teenies oder Kids
Und gibt es aber auch noch für Erwachsene. Dann hast du da hinter dir noch eine richtig coole Jacke stehen. Können wir auch einmal zeigen. Ja, das ist auch ein Softshell-Panel. Kann das aber umdrehen. Da hätte man so ein lustiges Einhorn drauf. Auch ein Regenbogen mit einem Regenschirm in der Hand. Ganz witzig. Auch so ein Panel für Jacken. Das geht, die Paneele gehen bis Größe 128. Also man bekommt Jacken raus bis Größe 128. Ist von Schnittmuster zu Schnittmuster etwas unterschiedlich, aber bis 128 geht auf jeden Fall. Dann hier oben noch ein anderes. Das ist dann eher was für Jungs. Auch ganz cool. Tatütata. Ist dann hinten so ein kleiner Drachen drauf. Mit einem Feuerwehrauto. Sieht ganz witzig aus. Und hier kann man dann auch sehen, haben wir diese Applikation, die in der Webkante von den Paneelen drin sind, haben wir da hinten einfach mit drauf gebracht. Hier noch so eine Reflektorpaspel mit drin. Sieht richtig cool aus. Ja, wirklich richtig schick. Und dann mit dem roten Bündchen und dem roten Reißverschluss. Sehr cool kombiniert. Ja, aber man kann ja nicht nur Jacken auf Softshell machen, sondern auch Taschen. Da haben wir auch einige Beispiele. Und das ist halt gerade aus den Paneelen auch richtig cool. Man halt immer schön ein Motiv hat, was man in den Vordergrund setzen kann. Und dann eben schon die direkte Kombi dazu hat. Genäht wurde hier nach dem Freebook Fritzi von Zauber Nana. Ja, und für Taschen braucht man dann nicht so ein großes Panel zu nehmen, sondern die Paneele gibt es dann auch noch mal in klein, zumindest einige. Das Motiv ist dann etwas kleiner drauf. Auch hier an den Seiten diese Applikation, die man schön nutzen kann. Können wir auch gleich noch mal einen Rucksack zeigen davon. Und dann immer drei Motive. Einmal das große Bild, ein Kombistoff und dann noch mal das kleine Bild. Die Paneele sind 50 cm mal 1,40 m. Ja, und lassen sich schöne kleine Rucksäcke drauf machen. Hier haben wir noch mal ein paar Beispiele genäht. Aus verschiedenen Paneelen. Einmal mit so einer coolen Ratte drauf. Oder hier noch mal mit so einem süßen Reh. Ja, das ist auch niedlich. Ja. Ja, perfekt geeignet für so Beute, ne? Also oder hier nochmal mit so einer Rakete und einem Weltraum drauf. Dinos noch einmal. Und hier kann man auch wieder sehen, die Applikation von der Webkante kann man da richtig cool mit einarbeiten. Den finde ich auch richtig cool. Kind vom Dorf, Trecker, geht immer. Oder dieser hier. Achtung Baustelle, Man at Work. Das ist dann nochmal hier der Feuerwehrdrache. Ja, die Applikationen sind wirklich cool dann, ne? Ja, kann man richtig gut arbeiten. Ja. Hier nochmal ein süßes Kätzchen. Mit einer Schleife. Ja, man achte auf die Details. Ja, richtig cool. Ja, jetzt möchten wir euch noch ein paar neue Muster zeigen für die Kids. Da haben wir ganz viele neue Muster dazu bekommen. Ja, richtig coole, niedliche Motive. Ja, gerade für ja, kleinere Kinder sind ja auch die Anzüge sehr beliebt. Die Overalls. Da haben wir hier zum Beispiel den Schnitt Kuschelanzug von Klimperklein. Schön kombiniert mit einem Orange und hier mit einem unifarbenen Petrolen-Softshell. Also unifarbenes Softshell findet ihr auch bei uns im Shop. Du hast da auch noch ein cooles neues Muster. Ja, das ist die Animal Parade. Ganz neu finde ich auch schön mit diesem leuchtenden Orange. Ja. Sieht auch richtig cool aus. Bündchen passend dazu, weißer Schuss. Sehr schön. Genau, dann haben wir hier noch
Vorne, was ich auch richtig gut finde, sind diese Vintage Cars. Die haben wir jetzt auch neu bekommen. Oder Tierpiraten. Tierpiraten, genau. Genau. Die sind auch richtig cool. Auch richtig cool. Ganz neu und exklusiv bei uns im Shop. Faultier geht auch immer. Dann die kleinen Marienkäfer, Glückskäferchen heißen sie. Ja, wenn man es ein bisschen schlichter mag. Baustellenfahrzeuge für Jungs gehen auch immer. Richtig cool. Auch so der melierte Hintergrund. Dann sieht man auch nicht so schnell, wenn die Kids mal dreckig werden. Und Dinos in Neonfarben. Dinos dürfen auch nie fehlen. Genau. Ja, richtig cool. Als nächstes zeigen wir euch jetzt noch einige Damen-Softshell-Stoffe. Da haben wir auch wirklich sehr, sehr viele, die jetzt neu reingekommen sind. Und da gucken wir einfach mal, was wir da so haben. Ein Motiv zum Beispiel kennt ihr vielleicht schon, das hatten wir mal als French Terry. Und da haben wir jetzt in zwei Farben das auch als Softshell. Dann Aquarellblumen. Insgesamt alles hier sehr blumenblütig. Kirschblüten haben wir hier. Hier so ein, ja, ein Wald. Regenschirme in zwei Farben. Die kennen vielleicht auch einige schon. Hier unten auch noch ein paar blumige Muster. Dann dürfen natürlich Pusteblumen, genau, also einmal Aquarell und Pusteblumen dürfen auch nicht fehlen. Und das absolute Trendmuster, Eukalyptus, in zwei Farben. Einmal auch schön hell für den Frühling und eher so für eine, ja, Frühlingsjacke ist vielleicht ganz schön. Hier auch nochmal so ein bisschen einen ja, Aquarell-Watercolor. Auch sehr, sehr cool. Dann haben wir auch ein paar Nähbeispiele für euch. Hier zum Beispiel die Pusteblumen. Als kurze Jacke, es muss ja nicht immer ein langer Mantel sein. Kann auch mal als kurze Jacke. Da haben wir einen Buddha-Schnitt verwendet. Das ist der Buddha-Schnitt 6114. Dann, was hast du denn hier noch für eine Jacke, Mario? Ja, das ist dann nochmal die Marvini, die wir am Anfang schon mal gezeigt haben, mit den Blockstreifen und dem Anker. Das Muster kennt vielleicht auch schon einige vom Stoffmarkt. Haben wir jetzt schon das dritte oder vierte Mal sogar schon in Folge, weil er so beliebt ist. Ja, cool kombiniert mit dem Dunkelblau. Ja, senfgelbes Bündchen wieder dazu. Ja. Und dann haben wir auch die Kirschblüten einmal vernäht. Ja, das ist das auch ein neues Muster. Da ist der Schnitt Lady Näht verwendet worden von der Firma Farbenmix. Den Schnitt gibt es dann auch noch einmal für Teens ab Größe 128 und natürlich auch für Kids bis Größe 128. Kann man auch ein paar haben. Ganz genau. Mutter-Tochter-Jacke. Jetzt zeigen wir euch noch mal ein paar schöne Muster für Kinder. Richtig süß, wie ich finde. Von der Firma Schäfer und Wiggers. Und entworfen ist das Ganze von Emma Pünktchen. Ganz süß hier vorne. Einmal Emma und Bob. Auch mit so einem süßen Anker hier drauf. Die Ente dazu. Dann dieses Glückskäferchen hier vorne. Ja, richtig niedlich. Richtig niedlich. Auch mal für ganz kleine. Hase Luna. Gab es auch schon auf Jersey seinerzeit. Oder den Feuerwehrbär. Eigentlich sind das alles Muster, die auch schon auf Jersey da waren. Jetzt auf Softshell. Genau, jetzt auf Softshell. Ganz neu. Dann haben wir hier noch Herrn Pfeiffer, der darf natürlich auch nicht fehlen. Pingu-Platsch.
mit dem Schal und Rehliebe. Auch ganz schön. Diese hier sind jetzt nicht von Emma Pötchen, aber trotzdem sehr schön. Pferdeliebe hinter sich. Und noch einmal Dinos. Diese Muster hatten wir ja vorhin schon mal gezeigt als Paneele. Als die großen Big Paneele, die Jackenpaneele. Gibt es auch als All-Over, wer die Paneele nicht so gerne mag. Jetzt abschließend kommen wir dann, glaube ich, mal zu deinem Lieblingssoftshell, oder Mario? Ja, genau. Ja, das ist der 3D Alien Illusion. Mal was ganz anderes. Ja, mal was ganz anderes. Beim Nähen muss man auf jeden Fall eine 3D-Brille aufsetzen. Richtig cool. Da werden sich die ein oder anderen Männer auf jeden Fall freuen. Ja, genau. Verwendet haben wir hier auch wieder den Windbreaker vom Lili P. Punkt. Wie vorhin schon gesagt, gibt es für Erwachsene und auch für Kinder. Ja, der perfekte Softgel-Schnitt. Genau. Ja, wenn man es nicht ganz so wild und bunt mag, kann man vielleicht auch diesen hier nehmen. Ist ja etwas schlichter gehalten. Ja, muss man so über schlicht und an. Ja, genau. Nein, Quatsch. Ja. Ja, dann geht es hier weiter mit dem Skaterboy. Die cool. Dann haben wir die Marmorblitze. Ja, das ist dann wirklich. Das ist dann, ja genau, das ist dann wirklich schlichter, aber sieht auch sehr gut aus, wenn das vernäht ist. Nicht einfach nur Bunny. Die Herren mögen es ja eher ein bisschen schlichter. Dann haben wir hier noch den Perfection, grafisches Muster. Finde ich von den Farben auch richtig schön. Und dann nochmal was für Jungs oder auch für Erwachsene. Mit den Bikes da drauf. Ja, da ist also auch was für Männer dabei. Genau. Ja, das waren jetzt so unsere Softshell-Neuheiten. Wenn ihr dann bei uns was gefunden habt, bekommt ihr zu jeder Bestellung auch noch ein paar Softshell-Nähtipps von uns als Flyer. Zum Beispiel, welche Nadel ihr verwenden sollt, also eine Mikrotex-Nadel, die ihr auch bei uns im Shop bestellen könnt. Oder ein wichtiger Tipp ist eigentlich auch immer, dass ihr nicht normale Stecknadeln beim Softshell verwendet, sondern Stoffklammern findet ihr auch als Zubehör bei uns im Shop. Und ja, dann steht eurem Softshell-Projekt gar nicht mehr so viel im Weg. Schnitte haben wir euch ja auch zwischendurch vorgestellt, findet ihr auch bei uns im Shop. Wir haben zum Beispiel auch noch das Buch vom Top-Verlag, Nähen mit Softshell, geniale Outdoor-Modelle für Kids. Da sind wirklich auch richtig tolle Sachen drin. Und ja, dann stöbert gerne mal durch und findet euren Lieblings-Softshell. Genau, dass der nächste Regen kommen kann. Tschüss! Ciao!